Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Quiero, baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh, oh. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Quiero baby, quiero baby, quiero baby. Das nehmen wir mit hier, die Tüte. Und Körbchen nehmen wir auch mit. Alles voll Futter. Und dein Körbchen auch. Mhm. Aber wir sind ja auch den ganzen Tag unterwegs. Ja, habe ich ihm gegeben. Weil er sich darüber so freut. So, guten Morgen. Ich wurde gefragt, ob ich euch nochmal den Shake zeigen kann, den wir immer frühstücken. Also fast jeden Morgen. Ich würde sagen, 6-mal die Woche gibt es bei uns diesen Shake. Zum Frühstück. Außer wir haben keine reifen Bananen, weil das ist essentiell. Reife Bananen, die von heute hätten noch ein bisschen dunkler sein können. Ja, wir sind den ganzen Tag arbeiten. Ich suche meine Brille. Die habe ich noch nicht gefunden. Also die schwarze, nicht die silberne. Bernd hat jetzt noch eben hier aufgeräumt, so die Spülmaschine angemacht, dass wenn wir heute Abend wiederkommen, dann ist es nicht ganz so siffig. Und heute ist ja auch erster Schultag wieder, also erster Schultag, jetzt 2 Wochen vor den Ferien, dürfen die Kinder ja nochmal in die Schule gehen, jetzt für 2 Wochen. Ja, und dann ist ja der große Schulwechsel bei uns, also von der Grundschule geht's in die weiterführende Schule. Ja, kann er nochmal alle sehen, der Calvino, seine Klassenkameraden, denn das waren ja jetzt alles so seit, keine Ahnung, vor den Osterferien, waren die schon in so Gruppen aufgeteilt. Da waren immer nur ein paar drin und jetzt sieht er sie alle nochmal wieder. Ist ja auch schön. Aber eigentlich haben wir uns mehr so gefreut, dass Ferien sind schon quasi, aber egal. Ja, so ist das. Gut, ich suche mal meine Brille und melde mich gleich wieder. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Mir ist gerade so, so übel. Unglaublich. Also ich musste schon mehrmals so, um nicht zur Toilette rennen zu müssen. So, deswegen gibt es jetzt erstmal meinen milden Frühstücksshake. Und der ist so richtig schön kühl. Das tut erstmal bei der Wärme jetzt gut, die zurzeit ist. Und ich habe gemerkt, dass mir das auch bei der Übelkeit hilft. Also ich trinke sehr viel und gerne mit Kohlensäure und dann auch ganz kalt. Also mit Eiswürfeln. Das hilft mir echt bei der Übelkeit. Zum Beispiel heute Morgen habe ich echt eine Dose Cola getrunken. Die habe ich mir in ein Glas gemacht mit Eiswürfeln. Und das hat mir echt geholfen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass jetzt in der 10. Schwangerschaftswoche die Übelkeit quasi so ihren Höhepunkt erreicht. Und dann höher soll es wohl nicht werden. Ich hoffe. Und dann müsste es ja auch bald, also ich glaube vollendete 12. Woche oder so, müsste das ja besser werden. Jetzt erzähle ich euch so viel. Ich wollte euch ein Schwangerschaftsupdate drehen, das habe ich nicht gemacht. Wir hatten
Samstag hatten wir ja den Besuch, das war voll schön. Gestern war Sonntag und es war den ganzen Tag so Gewitterwetter und wir lagen halt voll viel einfach auf dem Sofa und haben Filme geguckt zusammen. Oder waren halt spazieren. Einmal waren wir im strömenden Regen spazieren. Das war voll toll. Das war so richtig. Also keine anderen Menschen waren unterwegs, weil irgendwie im Regen gehen die Menschen nicht mit ihren Hunden spazieren. Und wir hatten halt einen Schirm und Bernd hat mich so in den Arm genommen und den Schirm so gehalten. Ich hatte den Hund. Und irgendwann hat der Hund gemerkt, dass wenn er bei uns bleibt, dann bleibt er auch trocken. Dann hat er so geguckt, warum regnet es hier nicht? Ja, das war echt ein schöner Spaziergang. Aber ich muss sagen, wenn diese schlechte, schwüle Luft ist, das ist nicht gut für die Übelkeit. Das fördert das auch, ja. Also ich lüfte ganz, ganz viel. Ich habe fast immer ein Fenster auf Kipp, aber wenn halt diese schwüle Gewitterluft ist, dann ja, kann man lüften, wie man will, wisst ihr ja selber, dann ist es halt so echt drückend. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier den großen Ventilator habe. Dann pustet der mich so an. Und jetzt muss ich mein Handy holen. Warte mal. Ich habe heute Morgen bei H&M angefangen zu schauen im Sale. Und die haben richtig viele Sachen im Sale für Umstandsmode. Allerdings ist das, was ich unbedingt brauche, so eine kurze Hose oder so, die sind alle immer sofort ausverkauft. Ja. Das ist immer doof. Und ich habe schon ganz viele Sachen jetzt im Einkaufswagen. Zum Beispiel einen Badeanzug, weil, ja, den werde ich auf jeden Fall brauchen. Weil meine Brüste sind so groß. Bernd hat gesagt, du kannst doch ein Bikini anziehen. Ja, könnte ich auch, aber die Brüste sind schon so groß geworden. Ich glaube, die passen nicht da rein. Ich werde sogar darauf angesprochen, so, du hast so große Brüste bekommen. Also die jetzt noch nicht so wissen, dass ich schwanger bin. Ja, so als ob ich die habe operieren lassen oder so. Ja, hier, wieder eine Hose, eine schöne. Und alles ausverkauft, ausverkauft. Größe 32. Wer hat denn bitte in der Schwangerschaft Größe 32? Da passt doch keiner rein. Oh Mann, wenn ich überlege, wenn ich ganz, ganz schlank war. Also meine schlankste Zeit, da hatte ich so 34, 36. Und da war ich wirklich abgemagert, würde ich jetzt sagen. Und 32 ist dann ja noch mal schlanker. Meine Güte. So, noch eine Shorts. Baumwollshorts. Alles. Von Größe 32 bis 52 ausverkauft. Größe 54 ist geringer Bestand. Ich hoffe nicht, dass ich die erreichen werde. Ja, ich guck mal noch ein bisschen und dann zeige ich euch nachher meinen Warenkorb, was ich mir so alles bestellen werde. Auch in mehreren Größen, um halt zu gucken, was passt, weil das fällt ja auch immer anders aus. Bis gleich. Also, seht ihr das? Ja, das ist einmal ein bisschen für Calvino noch. Dann habe ich hier, das ist der Badeanzug und für 10 Euro kann man den ja echt mal anprobieren. Den sollte ich mir vielleicht auch noch in einer anderen Größe bestellen. Dann, ja, kurzes Wickelkleid. Das sieht echt schön aus, die Frau, die das da anhat. Hier, das ist auch so länger, weil ich mag das nicht so kurz, wenn ich dann die dicke Kugel da vorne habe und dann ist das so kurz, das Kleid. Deswegen, ja, passt das ganz gut und auch 10 Euro, 11 Euro kann man nicht sagen. Hier ist auch noch so ein Kleid, das kann man aber auch als langes Top anziehen, auch in zwei Größen. Dann was Langärmliches, weil ich ja auch im Winter eine dicke Kugel schieben werde. Die einzigste Shorts, die ich gefunden habe, und guck mal, die habe ich schon in XXL bestellen müssen. Ich probiere die einfach mal an. Und zweimal diesen Rock, aber den wollte ich eigentlich nicht haben, den habe ich nur bestellt, weil ich halt irgendwas Luftiges, Kurzes haben möchte für den Sommer. Ja, und das ergibt zusammen 106,88 Euro. Aber schaut mal, eigentlich hätte es 235 Euro gekostet und Rabatt, weil es halt alles im Sale ist, 129 Euro. Und ich schicke ja davon auch einiges zurück, weil es doppelt bestellt ist wegen der Größe. Ja. Und zeig mal. 1 Liter Wasser in ein Gefäß. Ich will erstmal sagen, dass wir ja schon gefragt wurden. Wir hatten nämlich mal Champignons angezüchtet. Mit so einem Baumarkt-Set und das hat überhaupt nicht funktioniert.
Und jetzt wollten wir das nochmal nach Anleitung versuchen. Ne? Wir hatten die nämlich komplett falsch gemacht. Einen halben Liter Wasser muss da rein. Ja. Und dann mussten wir hier eine halbe Stunde, also 10 Löcher an jeder Seite. Hast du schon gemacht? Nee. Ach so. Loch direkt suchen. Mhm. Lochgerät suchen, was locht. Und diesmal sind es, glaube ich, weiße Champignons. Oder braune? Ne, die braunen sind, glaube ich, kaputt gegangen. Die haben wir destroyed. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da kommen dann die Pilze raus, oder wird das wird ja, rausgeholt? Das wird ausgeschüttet, soll in den Wasser gelegt werden für eine halbe Stunde. Ja. Warum auch immer. Wahrscheinlich saugt das dann auf. Ja, und so soll das auch schon aussehen, wenn das in Betrieb genommen wird. Eine leicht schimmelige Oberfläche. Okay, ansonsten ja. Kaufen wir die demnächst wieder. Ne, dann gibt es keine Pilze mehr. Hm. Ich stelle dann mal Wecker. Ja, und dann hole ich das einfach raus. Aber du bist bis dahin ja wieder da, ne? Okay. Ja, wie soll ich das denn hier hinstellen, Kacke? Da schwimmt die Suppe. Ich muss das jetzt machen. Michaela kann nicht, die ist tighter. So, wichtig ist, dass die immer feucht ist, schön. Du Erde. Ich hol mal kurz mein Rambo-Messer. So, schön feucht. So, haben wir das auch? Fein. Jetzt 4-5 Tage, soll das bei 25 Grad. Das stellen wir dann bei uns am Tresen hin, da wird es schön warm und hinterher bei 15 Grad danach ohne Deckel soll das dann sein. Kommt es bei uns ins Kühlhaus, was aus ist, da ist aber trotzdem kühl. Immer schön einfeuchten, sagten die Menschen auf der Verpackungsbeilage. Ende. Aus! Bernd hatte letzte Woche aus dem Aldi, ist das, ne? Musik ausmachen, ja, kannst du auch. Das wäre super. Sonst wird mein Video wieder gesperrt. Also. Oh, doch nicht. Ich dachte, es ist aus. Das Video, das Lied war nur Pause. Jetzt. Bernd hatte letzte Woche aus dem Aldi so ein Feigenbäumchen mitgebracht und das wollten wir mit nach Ungarn nehmen und da einpflanzen. Schaut mal, das, dem geht es hier richtig gut, weil hier ist ja so subtropisches Klima drin in unserem Gewächshaus hier. Da fühlt sich das Feigenbäumchen wohl. Und wir frühstücken gerade. Mein Mann hat mir ganz tolles Frühstück gemacht. Also das sind alles meine. Das sind trockene Brötchen mit dieser veganen Rügenwalder Mühle Mortadella. Aufschnitt, da ist gar nichts sonst drauf, wegen der Übelkeit. Und Kohlrabi-Essig, die sind mir zu scharf. Das wird mir, glaube ich, jetzt auch auf den Magen schlagen. Und der Hund weiß, ich habe heute Morgen Freakies hier für ihn, 3 Stück, diese Mini-Frikadellen aufgetaut. Und er weiß genau, die gibt es nachher. Kann er kaum erwarten. Ne, die gehen gleich.
Gehen wir laufen und machen Training, ne? Ja. Na, ich habe jetzt alle Termine geschafft, also alle Nageltermine. Zum Glück. Ich bin so müde. Ich habe sogar zwischen den Terminen ein Schläfchen gemacht. Wir haben hinten so eine Liege im Kämmerchen und da habe ich mich einfach draufgelegt und habe so 20 Minuten, halbe Stunde richtig schön gedöst. Und das könnte ich jetzt schon wieder machen. Ich sag euch, ich bin richtig, richtig müde. Aber hier kann ich jetzt auch liegen. So, oh, es ist so schön. Ja, bin ich echt froh, dass wir hier den Garten da so zugemacht haben. Hat man das überhaupt gesehen? Ja, da das Tor. Dass wir hier halt mit Miss Murphy auch draußen sitzen können. Es ist so richtig schwül heute. Unglaublich. Da kommt die Sonne raus, dann ist es richtig heiß. Und wenn die weg ist, ist es richtig schwül. Ich war auch eine große Runde heute spazieren mit Miss Murphy am Kanal entlang. Das tat ihm auch ganz gut. Und mir auch. Ja, und jetzt macht Bernd uns gerade Abendessen. So eine Gemüsepfanne vom Aldi und dann einfach mit Nudeln dazu. Wir waren ja den Tag auch in Holland und da hatte er, also Bernd hatte so Bratkartoffeln schon fertige mitgebracht. Die sind so in eine Tüte und mit Kräutern gewürzt und eingelegt. Die macht Bernd sich dabei. Aber ich mag keine Kartoffeln zurzeit. Ich glaube, ich habe schon 2 Wochen oder so oder 10 Tage gar keine Kartoffeln gegessen. Bei dem Gedanke allein wird mir richtig übel. Nudeln gehen am besten. Ja. Und gestern, oh mein, nee, nicht gestern, Samstag war das. Da haben wir Kirschen aus dem Garten geschenkt bekommen. Oder gegessen halt. Und ich esse doch zurzeit kiloweise Kirschen. Und ich hatte das schon mal, dass ich abends vorm Fernseher saß und aus dem Garten Kirschen gegessen habe. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich habe die gegessen und gegessen und gegessen und immer die mit dem Loch habe ich zur Seite gelegt, wegen Würmer und so. Und so nach, keine Ahnung, einem Kilo oder so habe ich dann reingeguckt in eine Kirsche. Und dann war da so ein weißer Wurm dran, weiß. Und den sieht man halt wirklich nur, wenn man ganz genau hinguckt, weil den sieht man nur, weil der sich bewegt. Weil dieses Fruchtfleisch ist ja manchmal auch weiß. Ja, und da habe ich dann jahrelang, 3 Jahre oder so, keine Kirschen mehr gegessen. Ja, und am Samstag, also dann habe ich ja jetzt wieder gegessen, Kirschen kiloweise. Und am Samstag haben wir Kirschen wieder aus dem Garten bekommen. Ja, und ich habe gesagt, ich esse keine Kirschen mehr aus dem Garten, weil die sind halt nicht so gespritzt wie die anderen. Da habe ich mir immer eingeredet. Und deswegen sind da halt Würmer drin und so. Und alle so, nein, iss doch, da sind keine drin und so. Ja, ich habe nur eine so abgebissen, die Hälfte gegessen und die andere Hälfte mir angeguckt. Und dann sehe ich da so einen kleinen weißen Wurm drin. Alle so, nein, das ist kein Wurm und so. Und dann ja halt die Kirsche rumgereicht und dann hat man halt den Wurm gesehen und dann hat keiner mehr Kirschen gegessen. Oh, alle dann so, ja, hättest du einfach gegessen, hättest du gar nicht reingeguckt und so. Ich weiß, aber ich kann es dann nicht essen. Ich finde es so ekelig. Ja? Ich sitze hier im Stuhl draußen. Am Fiepen? Smurfy? Was ist los? Er sagt, es ist 17 Uhr. Es ist Fütterungszeit. Aber er hat seinen Fisch noch nicht gegessen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, jetzt kann ich wieder keine Kirschen mehr essen. Bernd hatte noch 1 Kilo geholt und die liegen jetzt hier im Kühlschrank. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Weil ich kriege die echt nicht runter, so eklig. Jetzt hat er mir heute dann Trauben mitgebracht, der Bernd, und die sind so lecker. Diese roten Trauben esse ich dann jetzt. Wassermelone kann ich auch nicht mehr essen. Das ist immer so, einen Tag habe ich richtig Heißhunger da drauf. Oder mehrere Tage und dann esse ich das kiloweise. Und dann kann ich es nicht mehr sehen. Hör auf. Ey, Smurfy. Er knabbert hier diese Dinger vom Fenster ab. Geh. Hör auf, sonst gibt's Ärger. Smurfy. Und weg da. Ich muss erst deinen Fisch essen. Muss ich fast brechen mit deinem Fisch. Der kriegt ja immer so Makrele oder Lachskopf, was mich eigentlich gar nicht stört. Das isst er ja dann im Ganzen. Mit Kopf und allem.
Nee, da kommt es mir sofort hoch, wenn ich nur drüber rede. Das kann ich nicht mehr haben. Auch wenn ich sein Futter portioniere, ne? Da halte ich die Luft bei an. Ich, boah, dieser Pansen. Das ist so ekelig. Ach, jetzt ist er da. Ja, egal. Es ist ja bald vorbei, hoffe ich. Mit diesem Übelsein. Jetzt freue ich mich aufs Essen. Ist das die, die wir sonst auch hatten, die Pfanne? Ja, eine von den Aldi-Pfannen. Danke für Fresschen. Ja, jetzt geht meine Schwäche ja, wo wir von der Klimaanlage gekühlt sind. Wir sind schon zu Hause und wollten einen kleinen Gartenrundgang gehen. Ich habe gestern schon die erste Zucchini geerntet, die war aber ungefähr viermal so groß wie die. Und habe eine Suppe gemacht mit meinem Kräutersalz. Das war so lecker mit Nudeln. Da bist du ja. Kannst du die Kartoffeln eigentlich anfangen? Zu welken, ne? Mhm. Ja. Und ich will den ungern an der Zwiebel rausbuddeln. Ja. Boah, es riecht hier so lecker nach Erdbeeren. Boah. Warum wolltest du die erste Zucchini ernten? Die habe ich gestern geerntet. Die ist noch viel zu klein. Nein, die war viermal so groß da wie die kleine. Guck mal hier, die Ananasbeeren sind auch schon wieder reif. Und wir haben noch ein Kilo Erdbeeren oben. Jetzt kommt die Ananas. Aber, ne? Jetzt kommt die Ananas. Die Melone. Ja. Alle reif. Beeren. Boah, ist die süß jetzt, die Ananasbeere. Immer noch nicht gesaugt, ne? Sollen wir mal messen hier Wasser? Hier. Wasserdruck? Wasserdruck von Hodi. Hodi, Hodendruck einmal messen. Musst du neue Tabletten nehmen aus dem. Genau. Was hat er da? Sein Freund? Ist sein Freund das, Murphy? Hm? Was ist los? Was wedelst du so mit dem Schwänzchen? Hä? Hallo. Hallo. Tatsächlich, ist er da? Dein Freund? Da bist du. Ihr könnt ruhig rüberkommen zum Spielen, wenn ihr möchtet, ne? Und was macht die Messung? Die Hodendruckmessung? Dabei. Jetzt kannst du das schon richtig, ne? Klug, klug. So, ich brauche die letzte Runde nicht mitgehen. Die waren ja jetzt noch die ganze Zeit draußen im Garten mit dem anderen Hund spielen. Und jetzt sind meine Männer weiter gegangen. Also Calvino, Bernd und Smurfy. Moment. Ich muss mir mal eben hier mein Kokosöl holen. Zum Abschminken. Ist ein bisschen viel. Egal. Jedenfalls waren die im Garten. Und ich war schon hier auf dem Sofa und habe gedöst wieder. Und jetzt schminke ich mich ab und lege mich wieder hin. Wir haben gestern angefangen, Braveheart zu gucken. Aber weil ich da auch so müde war, haben wir den wieder abgebrochen nach einer halben Stunde. Und dann habe ich geschlafen. Bernd hat dann auf dem Handy weitergeguckt. Und heute versuchen wir es nochmal, Braveheart zu gucken. Ich glaube, der geht sogar 3 Stunden. Also richtig lange. Aber, also das werde ich bestimmt wieder nicht schaffen, den zu Ende zu gucken. Aber vielleicht schaffen wir es in 3 oder 4 Etappen. Brüten ist echt anstrengend. Aber ich war bei Calvino auch immer so müde in der Schwangerschaft. Da hat mich heute übrigens jemand gefragt, ob ich nicht von der Geburt von Calvino mal erzählen kann. Das habe ich auch schon mal überlegt. So ein Geburtsbericht oder so. Ich überlege es mir noch. Und dann werdet ihr ja sehen, ob ich dazu ein Video mache oder nicht.
So, jetzt ist das, glaube ich, alles ab. Ja. Ich bin aber auch müde, ne? Die Übelkeit, die ist heute wieder ganz enorm. Sag ich euch. Dieses schwüle Wetter, das ist fürchterlich, als wir im Auto waren und dann die Klimaanlage an hatten. Das war echt viel besser. Da ging es mir viel besser. Ja, morgen soll es sich abkühlen. Dann geht es mir bestimmt auch morgen besser. Schönes kaltes Wasser. Das ist so angenehm. Oh. Ich habe mir gerade auch als erstes ein kaltes Mineralwasser, also so richtig mit Kohlensäure und Eiswürfel gemacht. Das war so lecker. Ich habe immer noch ein bisschen. Das trinke ich gleich erstmal aus. So. Jetzt habe ich aber genug gejammert für heute. Sorry dafür. Ich bin immer noch gerne schwanger. Man weiß ja, wofür man es macht. Das ist auch alles halb so wild, wenn ich nicht arbeiten muss. Also wenn ich frei habe, dann kann ich mich ja einfach hinlegen und ein Nickerchen machen. Das ist richtig toll. Aber wenn ich arbeiten bin, dann kann ich das halt nicht. Und was auch doof war, ich habe heute Morgen mich angezogen, als wenn es halt kühl wird. Also ich war viel zu warm angezogen heute. Und das habe ich den ganzen Tag gemerkt. Ja, egal. Ich glaube, mein Blutdruck ist auch ganz unten. Egal, genug gejammert. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!